So, liebe Leute, Saison 2, Station Nummer 6 und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play F1 2020. Wir machen heute weiter mit unserer Karriere und nachdem einen weiteren Podiumsplatz aus Bahrain aus dem letzten Rennen in den Niederlanden geht es heute in Spanien weiter, bevor es dann nach Monaco geht nächste Woche, aber jetzt erstmal Spanien. Morgen was. Die wöchentlichen Sponsorengelder sind durch und wir machen trotz der laufenden Kosten gut Profit. Ja, bin ich auch ziemlich happy drüber. 5,5 Millionen haben wir wieder auf dem Konto. So ein bisschen können wir gleich jetzt auch wieder in die Entwicklung stecken, in die Ressourcen stecken. So, wir gucken jetzt mal, was wir für Sponsoring zu haben. Wir haben wieder ein tolles Sponsoring da. Ja. Wir haben 63 Tage Zeit. Zielbonus. Wöchentliches Einkommen. Komm, wir nehmen das Seven jetzt mit hier rein. So, ich guck mal gerade, ob wir noch hier ein bisschen was wickeln können ins Triebwerk. Hier ist noch ein bisschen was. Hauen wir mal die Fehlschlagsrate raus. Und dann gucken wir mal gerade, was wir noch für Aktivitäten hier haben. Wir haben nämlich noch 2 Tage Luft. Podiumsplatzparty machen wir. Weil das gibt nämlich ein bisschen Moral noch. Und wir, wenn das PR-Video, genau. Ja, so passt das. Gut, dann gehen wir rein ins Rennwochenende. So, wir gehen mal rauf auf die Reifenauswahl und nehmen natürlich wie immer die weichere Mischung. Und dann gehen wir ins Rennwochenende. So, heute sind wir zu Gast in Barcelona, beziehungsweise nicht allzu weit weg. Und wir versuchen hier heute ein gutes Ergebnis rauszuholen. Also dieses Rennwochenende sind wir sogar in Barcelona. Das ist ja die Strecke, die eigentlich auch immer zum Testen gerne genutzt wird. Eine relativ kurze Strecke. Also, was heißt kurze Strecke? Zeit, ich glaube, 1,20er Zeiten waren wir hier. Und da schauen wir mal, dass wir das auch hinkriegen. Und ja. So. Ah, super. Rennen und Regen. Na, herzlich willkommen. Okay. Na, es wird das ganze Rennen über Regen. 10. Australien, 2. Bahrain, 9. China, 10. Vietnam, 3. in Niederlande. Das sind die ersten Ergebnisse, also fast nur Punkteplätze. Na gut. Gehen wir einfach mal rein ins Rennwochenende, komm. Ja, super. Das macht ja sehr viel Mut, dass wir wieder einen Regenrennen haben. So. So, wir fahren auf jeden Fall diesmal mit dem. Obwohl wir brauchen Gelb gar nicht. Wir fahren zweimal in. Warte mal, ich kann gerade wegen Setup gucken. Spanien, da ist es. Also wir fahren zweimal rot, weil wir haben ja das nasse Training dazwischen durch, ne? Chance, make sure to run some of our practice programs. They don't all need to be done in one session, but there's. Ich wollte eigentlich auf Dings gehen, auf Großfahren gehen, aber das. So.
So, wir haben nochmal Einheiten, die wir wechseln müssen. Nach dem Rennen kann man auch das Getriebe rausnehmen. So, auf geht's. Gehen wir mal auf die unsere schnelle Runde. Leicht rausgekommen. So. Die Kurve hier ist ja ein bisschen verändert worden für den Original Grand Prix. Da geht es nämlich dann außenrum in die Innenbahn. Wer jetzt gerade gefahren sind, ist zugemacht worden. Ich glaube, ich habe nichts gelesen. Das heißt, es geht nur außenrum dann weiter. Und dann hier durch die Schikane durch. So, als 21.6, die ganzen 21er haben wir nicht ganz geschafft. Die wollen wir natürlich noch schaffen. Laps of fuel remaining. So, bester Letzte war nur Con. Und das war, wo wir auf Dings fahren. Auf den Soften fahren. Aber die andere, die war nicht so gut, die Runde. Sektor 1, Sektor 2, Violett. Fahrer vor mir. Their best lap time is a 1 minute 20.8. Okay, da können wir nochmal nachsitzen. Wir werden jetzt nochmal eine Runde nachsitzen, eine schnelle Runde. Und springen jetzt vor, damit ein 20.4, also mal gute halbe, fast eine halbe Sekunde. Vorsprung auf Esteban Ocon. Die Ecke hier, die. Okay, you need to come in before you run out of fuel. Pit within two laps. Diese Kurve war gerade, ist auch mal gut zum Rausrutschen. Da habe ich auch schon einmal ein Rennen weggeschmissen. Come in this lap, please. Box this lap. When driving with the pit assist disabled, you'll need to be mindful of your speed when entering the pit lane. If you hit the limiter line too fast, you'll pick up a penalty. Watch the on-screen prompts that show your target speed and distance to the limiter line. Ja, die letzte Woche war auch nicht so semi-erfolgreich, also klar, der achte Platz am Ende bestätigt wurde in Frankreich, so nochmal neue Bestzeit. Und das, aber dazu leider auch noch der Ausfall in Singapur, nachdem ich mich mal an die Box gedreht hatte und das Spiel sagte, du hast die Box, ich letzte Woche die Box blockiert und dann gibt's eine DSQ. Aber egal. In der Dienstagsliga geht es dann weiter irgendwann. So, jedenfalls sind wir gut dabei. Wir sind momentan Erster. Fahren die eine oder andere schnelle Runde. 20.1 ist momentan unsere
unsere Runde. Morgen wird es leider ein bisschen regnerisch. So, gehen wir mal in die Box. So, Hamilton jetzt nur 4 auf, ja gut, auf hart, ne? So, gut. Gucken wir, was die Zeiten betrifft. Ja, wir haben durch. Kann ja die Einheiten noch ändern schon. It'll give us a good indication of our relative pace and consistency. Mhm. Keine Strafe, sehr gut. Auch hier wird es keine Strafe geben. Und hier gibt es auch keine Strafe. Gut, dann haben wir nämlich, wir haben jetzt zwar... Getriebe kann wahrscheinlich nicht raus, ne? Our best lap so far is a 120.1. Obwohl, das ist so das Trainingsgetriebe. Kommt das doch mal drin. Und das hier ist... Ne, das riskieren wir gar nicht. Wir kriegen eh nach dem Rennen neues Getriebe. Passt. Für ganz vorne wird es wahrscheinlich nie reichen. Ja, Carlos Sainz Medium. Also wir haben sie die einzigen mit Soften, kriegst du trotzdem nicht hin, vorne zu stehen. Dann gucken wir mal, wenn die landen. Sieben, ne? Fahren kann man eh nicht mehr heute. Aber im Bau sind. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Bottas, Albon und Max Verstappen. Das war's. Das Training ist offiziell beendet. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ja, da sind wir auf jeden Fall dabei. Platz 7 ist es nur. Kleines bisschen enttäuscht bin ich da schon. Dachte mir, oh, da stehen wir schon irgendwie ein bisschen was besser hin. Aber scheinbar ist es dann nur ein Mittelfeldplatz. Aber okay, da muss man halt mit leben. Ne? So, weiter geht's nachher gleich direkt mit dem zweiten freien Training und das wird ein bisschen nässer. Also, es soll regnen. Naja, mal gucken. So. Ah, das Wetter hat sich ein bisschen verschoben. Weil es war nass eigentlich angesagt im zweiten freien Training und im dritten freien Training dann trocken. Und diesmal ist das Wetter besser schon. Ich hoffe, dass das so im Rennen sich sogar noch ein bisschen ändert. Dass wir dann sagen, ja, wir machen noch mal ein bisschen, wir machen es doch trocken. Aber gut, okay, wir müssen es ja eh mitleben. So, dann können wir auch wieder soft fahren, weil wir brauchen sie eh nur.
So, dann fahren wir jetzt mal raus. So, mit den neuen Einheiten wollen wir natürlich nochmal einen Sprung machen. So, haben wir das mal kurz umgestellt da unten. Ja, unser dritter Saisonsieg fehlt immer noch so ein bisschen auf der Liste. Wie gesagt, wir haben ja Kanada und Brasilien gewonnen in der letzten Saison. Mal gucken, wie es jetzt heute wird. Dieses Wochenende. Siebter Platz ist mal das erste freie Training. Es werden zumindest 6 Punkte, aber mal gucken. So. Geht's gleich auf die Gerade. Also hier ist nämlich jetzt die letzte Schikane und dann geht's jetzt rund auf der Langgeraden. Auf geht's! Und 20.1 war noch überziehen. Wir müssen nochmal dran. Da voll fett ein Auto raus. Ja, aber nicht, was es gerade heißt. Ferrari ist es. Ist weit rausgekommen jetzt gerade hier. Das könnte Zeit gekostet haben, auch diese Kurven durchfahrt hier. Der Sektor natürlich auch violett, aber ist klar, wenn man das einzige Auto auf der Strecke ist momentan, dass er den zumindest dass die Zeit setzt. Mal gucken. 19.9, ja. Ein bisschen vernünftiger durchgekommen. Na, vor allem da funktioniert das, nur 200 Zuschauer zu fahren. Und das, obwohl die Runde noch nicht mal gut war. Ich war ein bisschen besser durchgekommen jetzt. Vettel ist es, ja. Neue Bestzeit Sektor 1. Klar. Sektor 2, Entschuldigung. To see some rain about 10 to 15 minutes from now. So, Vettel ist jetzt hinter uns. Fahr hinter mir. Vettel is behind you. Their best lap time is a 19.9. Momentan eine halbe Sekunde vor Sebastian Vettel. Das haben wir jetzt das Problem, dass wir natürlich Leclerc noch davor, Latifi noch davor haben. Der Williams. Ich versuche nochmal eine Runde zu sitzen. Teilweise 10 Minuten gut anfangen soll zu regnen. Spare ich mir jetzt nochmal ein bisschen Sprit.
Also momentan sind wir bei 19.4, würde aber noch nicht für die Spitze reichen. Die war, glaube ich, bei 19.1. Nee, Moment, die war bei 19.4, genau. Wir hatten ja 0.7 Rückstand und wir sind nämlich 20.1 gefahren. Ja, nee, dann würde momentan das sogar tatsächlich fast reichen für den Spitzensatz. So, jetzt habe ich ein bisschen Abstand gelassen. Jetzt geht es weiter nochmal. Versuche nochmal eine Runde zu setzen. Okay, just want to remind you to keep an eye on your tire temperatures, which you can do on the temperature panel of the MFD. We monitor carcass temperature and surface temperature, and you'll get the best performance when they're both inside a normal operating window. Surface temps tend to fluctuate faster, so try a few laps with the data open and get a feel for how to control them. So, Bottas, der sagt dann, ich setz mich mal vor dich. Wenn auch nur knapp. Fahrer vor mir. Bottas is ahead of you. Their best lap time is a 1:19.1. Und das meine ich halt, genau. Diese Kurve meine ich halt. Und damit war es das für uns mit dem freien Training. Nee, ich muss ja die Box quasi. Ich will ja die nicht die Session nur 5 Minuten lang machen oder 10 Minuten lang. Da bin ich wieder raufgekommen. Ich habe einen Kopf hier. Von zu viel Haas dabei. Aber das meine ich, das ist so eine Kurve. Die zieht dir gerne den Arsch weg. Ja, spitzt aus. Scheiße, hier rüber haben wir es schaffen können. Ich konnte nicht mehr rechtzeitig runterstellen. Also, Platz 2 ist es momentan nur. Hinter Bottas vor Vettel. Ja, und dann sind wir auch durch mit dem zweiten freien Training schon. Ich spare das Auto jetzt natürlich so weit wie möglich in die Box zurück. So, hinter uns kommt jetzt Mercedes dann geflogen. Dann ist es Bottas, weil Hamilton gerade die Bestzeit fährt, also ich bin schon mal sicher erinnert an meinen Mercedes. Frage ist, was passiert? Wer kommt da noch dazu? So, das Neue ist genau vorbei. Come in this lap, please. Box this lap. So, das ist hier der neue Grand Prix-Kurs, den es in der neuen Saison hier in Spanien geben soll. Diese Kurve. Die wird mir so gefahren dann. So, dann gehen wir jetzt auch dort in die Box. Warte mal, die... Das war ein bisschen früher, das kommt nicht hier.
Ja, wie gesagt, safe auf jeden Fall mal unter den ersten drei, also für die ganz vorne wird es nicht reichen. So wie wir in der Lande eigentlich begonnen haben, aber gut. So, okay, dann gucken wir mal, wo wir am Ende landen werden. Eine halbe Sekunde habe ich noch auf dem Mercedes schon mal. Sainz schiebt sich noch dazwischen. Gut, jetzt wird nichts mehr passieren. Es wird Platz 4 werden. Und das sieht schon wieder ein bisschen anders aus. Aber gut, die werden die beste Zeit fahren, erfahren im Interest, aber. Die drei fahren von hinten, aber ne, brauchen wir nicht. Momentan eher nicht. Es wird keine neue Bestzeit mehr geben. Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir uns noch einmal die drei Bestplatzierten an. Hamilton, Sainz und Valtteri Bottas. Leider müssen wir uns schon verabschieden, das freie Training ist vorbei, aber wir werden in Kürze mit mehr Formel 1 Action für Sie zurück sein. Ja, Platz 4 ist es am Ende und ja, die Teamkollegen, die Kollegen sind nicht dabei. Ricciardo, Perez, Magnus und Verstappen sind immer alles keine Zeiten gefahren. Und Mick, Kimi und Leclerc sind nur auf den interstitialsten Runden gefahren. So, mal gucken, was drin ist. Jetzt geht's weiter mit dem. Mit dem dritten freien Training sogar. So, auf geht's. Aber nur leichter Regen. Vielleicht fahren wir auch ein bisschen mehr. Was ist das? Vielleicht fahren wir auch ein bisschen mehr. Jetzt am Anfang des Rennens. Ich weiß nämlich nicht, wie die komplette Zeit, ob es die komplette Zeit regnet oder ob es nur so ein bisschen regnet. Aber dann sagen wir, fahren später nochmal raus erst. Ja, sieht wohl auch komplett Regen aus. Ja, 20 Minuten. Ja, ja, es ist komplett leichter Regen. Ja, plus 30, genau. Okay, dann brauchen wir. Okay, we haven't yet run any of our standard programs over the course of practice. It'll be a boost to car development if we can log that data, so we should do our best to do so before the end of the session. So, wir fahren auch diesmal. Ach, ich guck gerade, wo habe ich denn mein Ding, meine drei? Wir sind in Spanien. Ich fahre natürlich die Wettbedingungen bewusst jetzt mal ein bisschen wett. Um mal auszutesten, wie das Setup funktioniert. Gerade mit Blick auf den morgigen und auf den Sonntag. Gucken wegen den Fahrentschädigungen. Ah, okay, Mittel. Hey, dann passt das so. So, dritte freie Training, liebe Leute, wir sind wieder alle dabei.
Nächste Woche geht's nach Monaco zum anstrengenden Grand Prix. Aber mal gucken, was da drin ist. Letztes Jahr mal in Platz 10 und im ersten Punkt haben wir nach Monaco damals geholt. Und dann haben wir ja Kanada gewonnen danach. Mal gucken, wie es diese Woche wird. Wie nächste Woche wird. Aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf dieses dritte freie Training hier in Spanien. Dass wir da auch nochmal einen guten Schritt machen können. Weil das Rennwochenende müssen wir auf jeden Fall uns ein bisschen konzentrieren. So, da kommt dann jetzt ein Mercedes mit raus. Das dürfte dann ein Bottas sein. Und ja, wenn die Zeit über sich so top wird, ist das klar, weil wir vielleicht sogar im Gegensatz zu allen anderen mit dem Lastenstab heute fahren. Wir testen es jetzt ein bisschen aus. Natürlich klar, momentan Bestzeitkurs, aber das ist klar, wenn noch kein Auto auf der gezeiteten Runde ist, außer wir. Mit der Runde. Aber wie gesagt, das Zitter. Mal gucken, wie es wird. Wir haben noch circa 5 Minütchen, also bis 20 fahre ich ja meistens also so. Ein, zwei Ründchen noch. You might want to run a lower fuel mixture whilst we're in practice. Save the engine for qualifying in the race. Gut, neuer Motor ist ja drin nach dem letzten Grand Prix. Dass wir sowieso während der Saison immer mal Strafen kriegen, ist klar. Ja, eine Sekunde Rückstand, also die Runde wird schon mal eine absolute Katastrophe werden. So, hinter uns fährt jetzt der Mercedes. Welcher das ist, weiß ich gerade nicht auf Anhieb. Als Bottas, ja. 2,5 Sekunden der Rückstand auf die Spitze. Aber da fährt der wahrscheinlich ist doch ein trockenes Setup. We've only got 2 laps of fuel left. Nee, 1,4 sind es, sorry. Wenn der Fahrer vorbeikommt. This light rain is going to be with us for a while now. Leider für das komplette Session. Box this lap, please. Box this lap. Hm.
halt bewusst mal ein bisschen mit dem, mit der mageren Mischung. So, dann fahren wir noch eine Runde und dann geht's in die Box. Also die Runde noch und dann geht's in die Box. We're low on fuel. Box in the next two laps, please. So, Jimmy hat sie jetzt ein bisschen dran an uns. Ah, sah schon ein bisschen besser aus zwischendurch die Runde. Es wird nochmal eine wahrscheinlich eine persönliche Runde. Ja, es wird nochmal eine persönlich beste Runde, so gerade noch, weil mir war in dem Moment genau der Sprit ausgegangen ist. Und jetzt schiebt sich sogar Magnus noch davor, also ja, ich glaube mit der Spitze ganz vorne wird es in diesem Rennwochenende definitiv nichts. Wir müssen mal gucken, dass wir vielleicht noch ein paar Punkte mitbekommen. Und da meistens mein Training besser ist als das Qualifying, ich war mir gerade so ein bisschen böses. Ja, leider kein Sprit mehr an Bord. Nach jetzt gefahren 5 Runden. Den wird wohl dahinter mir, sehe ich. Könnte albern sein. Der zweite Platz hier aus dem letzten Rennen, der uns ja dann doch noch gekriegt hat. Ja, albern. Momentan noch 16 liegend. Und wir sind sogar Vierter. Also Magnus und Kwiat sind vor uns. Und Bottas sowieso. Also ich, wenn wir Glück haben, landen wir mal in den Top 10 und das wird wahrscheinlich das Maximum sein. Come in this lap, please. Box this lap. Ja, ich weiß, lieber Jeff. Der Vorteil ist, dass wir jetzt tatsächlich im freien Training, im Qualifying morgen sogar so viel fahren können, wie wir wollen. Weil, wie gesagt, wir fahren ja eh oft nass. Es wird eh regnen im Rennen am Sonntag. Und vielleicht können wir da richtig raushauen. So, einmal mit Bremsen, damit wir da auch nicht, ja, nicht zu schnell in die Box gehen. So, und dann sind wir durch. Und dann müssen wir mal gucken, wie weit wir am Ende noch, dann noch nach hinten durchgerutscht sind oder durchgereicht werden.
Nicht mal in den Top 10. Selbst der Teamkollege steht vor uns. Am Ende. Die Frage ist, sind wir noch auf Zeitenjagd? Oder die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Verstappen, Albon und Lewis Hamilton. Was für eine unglaubliche Trainingssession, aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. Ja, Platz 16 und Platz 17 sind unsere Ergebnisse. 16. Mick, 17. bin ich dann. Knapp davor, Alter, Jordan King und Kimi Räikkönen. Und dann Latifi, Leclerc und Russell sind noch nicht mal eine Zeit gefahren. Dann wäre es sogar wahrscheinlich am Ende sogar 19 und 20 geworden. Wenn ich mal so ein bisschen Richtung Trend ausgehe. Aber mal gucken. Ja? Wir müssen es halt mit leben. So. Gut. Jetzt machen wir erstmal einen kleinen Break. Wir sind nämlich dann mit dem freien Training. Wir machen dann weiter morgen mit dem Qualifying. Und dann sehen wir uns dann hoffentlich wieder. Wieder um 14 Uhr, wie immer, samstags natürlich. Ihr kennt das ja. Und es geht ja allzu langsam irgendwann in die Vorbereitung auf die neue echte Formel 1 Saison, die ja dann in Bahrain startet Ende März. Australien ist ja auf November verschoben worden. Und vielleicht mache ich tatsächlich mal einen echten Rennkalender, der tatsächlich genauso ein bisschen aufgebaut ist. Für die neue Saison hier in der Formel-Saison. So, es bleibt dabei, es wird regnen, es wird nur leicht regnen am Ende des Rennens, aber das ist uns egal. Ach Quatsch, wir sind ja noch einen Schritt weiter vorne, wir sind in einem Qualifying. Quatsch, wir sehen uns morgen wieder um 14 Uhr zum Qualifying erst natürlich. Ich war schon einen weiter im Rennen. Bis dahin und tschüss.